Elmar Wenke, 49 Jahre alt, kariertes Hemd und rote Ferrari-Kappe, Werkstattmitarbeiter mit Down-Syndrom, führt mich in seine Wohnung. Eine 9-Zimmer-WG in Schwabing im Neubaugebiet Domagpark. Wir laufen durch einen hellen, langen Gang, weiße Wände, Parkettboden, neue Holzmöbel. Dort liegt Elmars Reich. Dann können Sie gleich mein Zimmer zeigen. Ne? Also, das ist mein eigenes Bett. Nachtschränkchen. Kleiderhacke. Elmar ist WG-Oldie. Seit 25 Jahren wohnt er zusammen mit Menschen mit und ohne Handicap, bis vor einem halben Jahr in einer anderen WG von gemeinsam Leben lernen. Umgezogen in den Domagpark ist er, weil er jetzt nur noch 4 Tage in der Woche arbeitet und den 5. daheim bleibt. Sozialpädagogin Barbara Nieder leitet die WG. Sie erklärt: Wir sind hier eine Senioren-WG, sprich bei uns kann man langsam in den Ruhestand rutschen oder da auch sein. Das heißt, wir haben eine 24-Stunden-Begleitung. Bei uns ist auch vormittags jemand da. Wenn die 4 behinderten WG-Bewohner also daheim sind und Begleitung brauchen, ob jetzt beim Einkaufen oder auch nur beim Spaziergang, es ist jemand da. Helfer am Vormittag, am Nachmittag dann junge Freiwillige, angestellte Pädagogen und mindestens einer der 5 nicht behinderten Mitbewohner. Sie haben ein Wochenende im Monat und einmal wöchentlichen Dienst und dafür wohnen sie mietfrei. So wie Adama Bara, ein 26-jähriger Hotelbetriebswirt-Student. Ist so, dass man ab 16.30 Uhr im Dienst ist. Dann geht man halt gemeinsam einkaufen. Danach kocht man gemeinsam und isst man auch gemeinsam. Und nach dem Essen versuchen wir immer irgendwas zu unternehmen. Entweder kickern oder Spiele spielen. Und dann habe ich Nachtbereitschaft. In der Früh um 6 Uhr muss ich Frühstück vorbereiten. Nach dem Frühstück fährt jeder dann zur Arbeit und wir Studenten auch dann zur Uni. Das mietfreie Wohnen ist aber bei weitem nicht das Einzige, was Adama für seine Hilfe zurückbekommt. Ich war dann einmal von der Uni nach Hause, war fix und fertig, weil ich davor schon komplettes nachgelernt habe, wegen Klausurschreiben. Saß dann im Wohnzimmer und habe irgendwann dann eingeschlafen und der Elmar kommt auf mich zu und streicht mich dann am Nacken, legt mich dann flach auf dem Sofa und deckt mich dann ab mit der Decke. Erlebnisse, die man in einer anderen WG wohl so nicht hat. Das große Wohnzimmer mit offener Küchenzeile hat sich jetzt mittlerweile gefüllt. Ein paar Bewohner sind nach Hause gekommen. Praktikantin Lena kocht, Sozialpädagogin Barbara Nieder schneidet Brot. Wie oft ist der Tisch voll? Wie oft bringen die Studenten noch Freunde mit? Immer wieder mal, ja. Genau, und ich finde es gut und schön, wenn hier viele Leute sind. Das ist ganz wichtig für WG. Ein voller Esstisch mit Bewohnern und Freunden. Zusammen kochen und essen, spielen oder einfach mal rumhängen. Das ist ganz normales WG-Leben. Und gerade das ist besonders und wichtig in dieser integrativen Wohngemeinschaft. Judith Dauwalter, Bayern 1 im Domagpark.